Hallo und herzlich willkommen zurück bei Agrarian Skies 2. Episode 29? 28? Ne? Ich habe keine Ahnung, welche Episode wir gerade haben. Das letzte Mal haben wir ja hier ein bisschen was aufgebaut. Ihr seht, ich habe eine Redstone Energy Cell hingepackt und habe gesagt, wir haben einen Output von 600 RF. Ich komme gleich dazu, warum das möglich ist. Und ja, wir haben auch schon ein paar Erzchen. Ich habe eine größere Kiste mal gebastelt dafür. Aber relativ wenig Helorium und ich habe auch nochmal hier voll mit Laserfoki Yellow gepackt. In der Hoffnung, dass es mehr bringt. So, weiter im Programm. Hier hinten. Ich habe in jedem von den Magmatic Dynamo die leer sind. Also kann ich es doch nicht... warte. Das Ding frisst gerade alles Mögliche, was es kriegen kann, ne? Ja, stimmt. Der Input ist das Problem. Ich möchte gerne mal einen Input von so vielleicht 650, dass wir ein bisschen auffüllen, aber nicht unbedingt alles wegnehmen. Scheiße. Jetzt wollte ich gerade zeigen, wie toll mein neues System ist und das funktioniert, aber... Nun gut, so, wir dürfen jetzt hoffentlich wieder schnell mit Lava anfangen. Nun gut, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe ein paar Upgrades gemacht. Und zwar Fuel Efficiency, zwei Dinger. Das Space-Ding hat man ja eh schon in allen drin und ich habe noch dieses... Linkage Optimization gemacht, also diese erweiterte Version davon. Damit wir 35 Base Fuel Energy kriegen und habe auch hier doppelte Energy produced und vierfache Fuel consumed. Aber halt auch hier Base Fuel Energy geht halt um 25% runter und hier haben wir so um 35 hoch, das heißt wir haben eigentlich 10 hoch. Laut meiner Rechnung. Das gleiche habe ich hier auch nochmal drinne. Das gleiche Setup und in den anderen ist es halt nur einfach drin, also ein einfaches Transmission Coil, was praktisch ja, ein bisschen beschleunigt und wir auf jeden Fall hier schon mal das Doppelte rauskriegen. Nicht das Vierfache, aber das Doppelte. Ist natürlich jetzt wieder super. Als Vorführeffekt. Erstmal einmal, vorhin habe ich das alles eingestellt, habe das alles gemacht, dachte mir, gut, jetzt kannst du ja erst nochmal offline gehen, machst nochmal kurz was anderes nebenbei. Ja. Busego, kommst du wieder, ist alles weg, kein Strom. Ja. So, füllen wir jetzt hier immer noch auf? Nee. Doch, wir füllen auf. Ja. Die Kiste ist ab und zu mal durchsichtig, wenn ich hier so komisch gucke. Aber egal. Das Yellow Right nehme ich mal mit. Was haben wir hier noch? Wir haben noch irgendwo Mana Infused Ore, haben wir auch noch gekriegt. Diamond Ore, also wir haben schon mal alle möglichen Erze, das ist schon mal ganz gut. Nether Quartz, Appetite, Nether Coal, Diamond, okay. Cinnabar haben wir auch. Und Salpeta, sowie Aluminium. Ich will aber erstmal hier nur Yellow Red, denn wir wollen ja ein wenig Big Reactor machen. Ich habe mir da extra was rausgesucht, so ein klein wenig. Ist jetzt kein super Design, es geht erstmal nur darum, ich will wissen, wie das Ding funktioniert. Wie gesagt, ich habe noch nicht vorher damit gearbeitet. Und alles kurz geleckt. Es leckt allgemein gerade. Warum? Jetzt geht's wieder hoch. Greift gerade irgendwas auf meinen Festplatte zu? Wartet. Evil Steam war noch an. War Evil Steam dran schuld? Evil Steam war dran schuld. Okay. Yellow Rage. Dann Pulverizer. Warte. Was Pull? Ja, wir haben Pulverizer. Ja, wir haben Pulverizer gesagt. Gut, weiter im Programm. Hier habe ich auch noch ein bisschen was durch das ganze, schon wieder Frame Drop. Was ist denn heute los? Mensch. So, und zwar habe ich ja hier hinten die Sandproduktion ein wenig angeschaut. Wie viel Quarz haben wir denn eigentlich mittlerweile? 720, hui. Okay. So, machen wir ein bisschen Yellow Right. Wir mal einfach diesmal machen. Schneller. Huh, nein, nein! Schmeiß weg. So. Schwupp. Okay. 30 Yellow Right haben wir schon mal. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, denke ich mal. Und hoffe ich mal. Edge Big. So, ich nehme einfach mal alles mit. Ich weiß nicht, wofür ich es brauche, aber wir gucken jetzt einfach mal, wie das Ding funktioniert. Also erstmal, ich packe jetzt noch nichts rein. Ich will erstmal gucken, wie das Ding an sich funktioniert. Also wir brauchen, ja. Den Controller, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn ich das auch noch richtig in Erinnerung habe und der Anleitung hier trauen kann,
brauchen wir mehr Reactor Casing. Gut, dass wir keinen Stahl haben. So. Stahl. Wir könnten eigentlich mal hier nochmal irgendwie. Nutzen wir mal 40 F pro Tick. Das ist alles, wir verbrauchen gerade Strom. Das ist nicht gut. Wir nehmen sogar mit Lava ab. Warum nehmen wir Lava ab? Das darf eigentlich nicht der Fall sein. Ich mach mal Folgendes. Ich mach mal hier hinten runter. Du gehst aus. Und du gehst aus. Lass uns jetzt mal kurz aus, dass ich erstmal das Zeug wieder rekapitulieren kann. Ich habe keine Ahnung, was da schon wieder los war. Ist mal kaum mal ein Minütchen oder so weg, ne? Schmiert alles ab. Habe ich noch die Drum? Oder irgendwie einen Tank? Tank? Ne, Drum? Ich habe noch eine Lava Drum. Wir können ja einfach mal, wir machen mal Folgendes. Wir nehmen mal hier das Servo. So. Moment. Ah, falsch rum. So, und dann machen wir jetzt einfach mal diesen da und schwupp. Aber wenn das jetzt nichts bringt, ne? Ah, da kommt doch langsam Lava rein. Damit wir erstmal wieder so ein bisschen Basisstrom kriegen. Füll ich auch auf, sehr gut. Das Ding füllt sich jetzt auch auf. So ein bisschen jedenfalls. Das Ding auch. Noch das hoch und dann können wir hier die Lava wieder wegnehmen. So viel war es ja jetzt erstmal nicht. Nur erstmal so für einen Anfang, damit das Ding wieder durchstarten kann. Ich glaube nämlich, ich weiß auch, was uns den ganzen Strom gerade frisst. Und zwar hier hinten. Könnte ich wetten, dass unsere Redstone Energy Cell hier hinten leer gegangen ist. Nee, gar nicht. Okay. Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, das Ding ist vielleicht leer oder so. So, du dürftest jetzt mal... Ja. Okay, die haben wir ja Strom gespeichert, das heißt, das kann das weg. Und wir drehen jetzt mal den Spieß um und machen jetzt einfach mal diesen da. Dass das Ding sich jetzt wieder auffüllen kann. Langsam mit Lava, so nebenbei. Was wir an Überschuss produzieren, kann dann da rein. Okay, weil eigentlich müsste das ja reichen jetzt hier, ne? Wir haben hier, guck mal, nicht mal der läuft voll. Ja, also jetzt im Moment verbrauchen wir praktisch nur den einen hier so ein bisschen. Das geht noch, möchte ich meinen. Ich habe hier noch nichts auf einen schlauen Zettel geschrieben. Ich gerade. Hier muss ich hin. Casing. Okay. Ich habe mir mehr erhofft. So, wartet. Müssen hier irgendwie so eine 3x3 Fläche ist laut Tutorial erstmal. Ich will nicht, dass jetzt jemand denkt, ey, bau größer, es ist zu klein. Ich weiß. Ich muss erstmal kurz rausfinden. So. Ich will nur erstmal, weil da steht kein Strom dabei, wie viel das Ding produziert. Ich habe nur erstmal was überhaupt etwas gefunden. Moment. Brauchen im Endeffekt jetzt hier einen Controller irgendwo? Hier so? Ist okay, ja. Okay. Dann brauchen wir noch einen Power Tap, wo wir dann halt den Strom rausnehmen können, ist klar. Ein Access Port, war das das? Ja, natürlich ein Access Port, natürlich brauchen wir sowas. Access Port, Yellorium Fuel Rod in the middle. Da kriegen wir auch hin. Guck mal, es leuchtet sogar. Und dann haben wir noch einen Coolant Port, einen Control Rod. Der muss oben in die Mitte dann, wenn ich das richtig sehe. Das heißt schon mal hier hin. Ich packe mal den Coolant Port hier an die Seite hin. Man weiß ja nie, wo man was braucht. Hauptsache, wir kriegen erstmal die Struktur voll. Dann brauchen wir noch mehr von dem Zeug. So. Können wir. Wunderbar. So, gucken wir mal, was unser kleiner Reaktor dann jetzt hier so. Yay, er ist fertig. Ups. So, hier muss ich hin. Okay, wir haben jetzt was Wunderschönes. Auto-Eject Waste. Okay. Do not auto-eject waste. Activate Reaktor. Online. Offline. Okay, gut. Kann ich verstehen. Coolant Fuel Tank. Ja, wir können keine Flüssigkeit da reinfüllen. Das heißt, wir müssen den eigentlich wenigstens so bauen, dass wir ja wenigstens Flüssigkeit reinkriegen, ne? Das heißt, wir müssten eigentlich wenigstens 5x5, ne? Hätte ich jetzt mal so gesagt. Und dann zeige ich jetzt gleich mal, was ich vorbereitet habe. Wir haben hier Stahl noch ein bisschen. Wir können ja noch mal ein bisschen mehr nachgeben.
Und wir haben keine Kohle mehr. Das ist schlecht. Wie können wir Stahl machen? Scheiße. Charcoal geht auch. Okay. Ups. So. Und dann machen wir folgendes. Machen wir mal so. Schub, 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 schub. Das kann dahin. Okay, dann produzieren wir mal ganz schnell ein bisschen Charcoal. In der Zwischenzeit baue ich hier mal weiter ab. Können wir eigentlich nicht direkt Kohle nehmen? Irgendwie 3 Charcoal plus ein Eisen hat doch den gleichen Effekt, als wenn ich pulverize, oder? Thermal Expansion macht doch sowas sicher, oder? Ja, guck mal. Steel. Ja. Okay. Ich finde es so rum besser. Wo waren wir jetzt? Hier waren wir. Nee, mit 3er Kohle geht's nicht. Aber wir brauchen eh nur... Achso, wir brauchen 4 Charcoal oder 2 normale Kohle. Okay. Naja. Ach, guck mal, yellow right. Wie kriegen wir eigentlich... Warte mal. Gibt's noch einen anderen Weg, an das dran zu kommen? Grindstone, Pulverizer. Ja, wir können da aber noch kein Augment reinpacken, weil alle laufen nur mit den erhöhten Versionen davon. Haben wir hier noch einen Pulverizer irgendwo? Mensch. Hallo? Da. Kann ich auch mal beauftragen. Mal hier Output aus. Das Ding mal... Beziehungsweise, nee, warte mal, wir machen den Output mal nach oben an. So. Dann kann das Zeug hier mal ein bisschen... Es sieht in dem Shader irgendwie hier so dunkel aus, die Kiste. Ich weiß auch nicht. Ist komplett Lichteinfall, ist komplett genau wie hier im Arsch. Okay. Oh, mehr Stahl. Achso, warte mal, wir können doch auch dieses komische Glas machen. Reaktorglas. Ja, natürlich. Warum nicht? Ist ja sonst nicht teuer genug. Ach, scheiße. Ja, es geht eigentlich sogar. Es ist gar nicht so. Oh. 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 Da. Wir können einfach... Mensch, ist ja einfach. Machen wir einfach diesen da. Guck mal. Da kriegen wir Graphite. Ich mache mal nur ein halbes Deck vielleicht. So. Mehr Charcoal für hier. Achso, hier können wir mal rausnehmen und nachlegen. Das kann weg. Und dann... Was? Achso, Induction. Ja, der braucht noch einen Moment. Graphite. So, okay. Dann das da. Wie viel Stahl haben wir noch? Ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Aber ich kann jetzt erstmal zeigen, was ich noch gemacht habe. Und zwar... Das hier. Ich habe ein bisschen ausgebaut. Natürlich auch hier Boden 3 dick, ne? Wie sie es gehört, damit man... da leichter arbeiten kann. Und jetzt gucken wir erstmal hier unten. Können wir so ein bisschen mit dem Reaktor austoben. Ich mache auch mal einen Shader aus. Ach du Scheiße, das ist hell. Nee, so. Angenehm. Okay, wir brauchen einen 5x5, hatte ich gesagt. Also wollte ich machen. Das heißt, wir müssen irgendwie hier so... Allein schon bei der Grundfläche bin ich out of Zeug. Sehr gut. Wir können ja so einen RedNet-Port einfach reinbasteln. Ist ja scheißegal, ne? Den Controller brauchen wir irgendwo. Coolant Port, Power Tab. Ich packe das jetzt alles mal irgendwo hin. Wir setzen ja eh nochmal um. Access Port. Was ist dann? Achso, wir brauchen ja auch noch. Brauchen wir ja 3 von den Dingern, denke ich mal, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Moment. Wir brauchen die Dinger noch. 1. Natürlich kosten die natürlich am meisten Stahl. Weil, weiß nicht, haben im Endeffekt, die sind innen komplett hohl und alles mögliche, aber nein, sie kosten am meisten Stahl. Egal. So, haben wir die beiden. Dann bin ich mal gespannt. So, das kommt dahin, das kommt dahin. Der coolen Ding da, das, ihr wisst schon, kommt dahin. So, und dann können wir hier... Ja, theoretisch diese Flüssigkeit einfüllen, ne? Das habe ich ja noch in Erinnerung. Also hier kommt da Flüssigkeit rein. Ich
Ich weiß gerade nicht, welches am besten war. Ob das Enderium war oder Cryotherium. Das müsstet ihr mir vielleicht nochmal sagen. Wenn das einer von euch weiß. Ups. Wenn das einer weiß. Weil ich weiß es nicht. Brauchen wir auf jeden Fall mehr Stahl. Wesentlich mehr Stahl. Induction Smelter. Machen jetzt einfach mal ganz schnell ein. So schnell wie es halt geht. Machen wir es halt manuell, ist mir auch egal. Was craften wir denn schon wieder alles? Gar nichts. Warum sagst du mir da keine Crafting-CPU verfügbar? Arsch. So. Charcoal. Pulverized? Nein. So. Das brauchen wir noch. Da haben wir nichts mehr. Hier draußen haben wir noch was. In dem Pulverizer. Na, natürlich. Natürlich. Von allem, was ich wegschlage, schlage ich natürlich genau das weg. Okay. Wie sieht's hier aus? Wir müssen auch den Import wieder aktivieren, damit wir hier das ganze Zeug automatisiert durchjagen können. Aber wir haben schon mal über einen Stack nochmal. Das ist ganz gut. Ah, das ist ganz gut. Okay. Können wir nämlich hier noch ein bisschen Stahl machen. Gut. Mein Programm. Reaktor 8. Wir brauchen mehr Speed. Durchaus, würde ich meinen. Beziehungsweise mehr von den Dingern. Können wir den jetzt eigentlich machen? Wenn wir noch mehr Invar hätten, ja. Und den Ferris. Na komm mal, fertig. Muss mal kurz hier rausnehmen. Danke. So, machen wir mal so. Okay, und dann kann die Kohle wieder rein. Lalalalala. Induction Smelter. Ich pack die mal hier oben damit hin. Import, Output, 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 Mensch. 1, 2, 3, 4. Und den Eisen. Er gibt einen Stahl. Okay. Habe ich nicht noch Pattern gemacht gehabt, glaube ich? Ja, ich habe noch welche gemacht. So, dann können wir das mal da oben reinpacken. Dann noch eine Möglichkeit für Stahl. Ich weiß es, das Problem ist immer, ich weiß immer nicht, was er jetzt nehmen wird. Er nimmt Pulverized Charcoal. Okay. Weiß nicht, nach welchem System er geht. So, also 10 können wir da oben machen. Auf jeden Fall. Nun gut. Ja, läuft nicht ganz so. Ach so, apropos. Wir haben da noch was. Wir haben noch eine Quest irgendwo, die fertig ist. Da. Genau, ich habe ein bisschen mehr an Koppel gebastelt. Ja, ist ja wichtig, ne? Und ich starbe. Oh, mein Nasio. Kurzer Cut, kurzer Cut, kurzer Cut. In der Hoffnung, dass es mir wieder besser geht. Okay. Jedenfalls habe ich das Ding gemacht und habe auch den Igneous Extruder hiervon zu einem Resonant gemacht. Das heißt, ich habe ein Enderium Gear plus Silber um ein Igneous Extruder, der Reinforced ist gepackt, das ist Signal und Hardened. Und dafür brauchen wir in der Mitte nochmal einen Hardened. Und der Hardened ist Invar mit Elektronen. War schwierig. Aber ich bin fertig. Und konnte halt dieses Upgrade reinpacken, um das macht. Hier seht ihr es am leichtesten. 32 Stone pro Operation. Und wir verbrauchen 87,5% weniger Wasser. So, wir kriegen einen Compression Dynamo. Yay. Der macht. Info. Using fluid fuels and coolant. Ach so, also praktisch
Wie viel produziert das Ding? 160? Ach, da haben wir. Wir haben unsere Energie da hinten. Gut. Und ich habe einen Hammer gemacht, einen Ferris Hammer mit einer Obsidian-Platte am Ende. Einfach nur, um hier ein bisschen schöner aufzuräumen. Ne? Ist ja klar. Gut. Dann jetzt nochmal. Was tue ich? Diesen da? Wow. Wir haben schon wieder keinen Graphite mehr. Ach man. Dieses blöde Graphite. Schmeiß weg. Graphite ist irgendwie, weiß nicht. Ich dachte zuerst, okay, das brauchst du mal am Anfang ein bisschen, aber jetzt brauche ich es nur noch. Dreckszeug. So. Jetzt habe ich es gesagt. Okay. Muss ich an die Seiten eigentlich Glas machen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist egal. Ich hoffe es jedenfalls. So. Wie gesagt, ich arbeite nur mit Industrial Craft Reaktoren. Big Reactor fand ich persönlich zu einfach, weil die Strommengen, die man aus dem Big Reactor kriegen kann, im Verhältnis zu dem, was man standardmäßig, wenn man keine Konfiguration hat und zum Beispiel Stahl oder sowas, wenn man nicht in die Config geht, anders. Also, nochmal. Wenn man nicht in die Config geht und umstellt, dass man Stahl anstatt Eisen braucht, wie es hier halt geschehen ist, dann ist das Ding nur mit Eisen und dann ist es irre einfach. Und von daher, ne? So, ja, ich nehme jetzt Kohle. Ich bin low on Kohle, das heißt, wir brauchen jetzt mehr Kohle. Erstmal schmelzen. So, und dann polarisen. Gut, meine Nase läuft schon wieder. Ich krieg's nicht gebacken. Es ist doch nicht wahr heute. Gottes. Das Schlimme ist, ich verstehe es einfach nicht. Es geht mir den ganzen Tag eigentlich relativ gut. Ich habe ein paar Mal was zu tun gehabt. Aber dann, kaum machst du dir das Play-Aufnahme an oder bist kurz davor anzumachen, fängt die Nase an, erstmal wieder übel zu laufen, weil sie genau weiß, der Typ will aufnehmen. Das ist nervig. Das ist einfach nur nervig. Aber ich will nicht meckern, mir geht's ja sonst gut. Ja, so. Dann wollen wir nochmal. Das sind ja nur 8 Stahl pro Polarized-Ding, ne? Das ist eigentlich sehr wenig. Wie viel Kohle habe ich eigentlich noch? Ich habe noch 10 Kohle, wow. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Ja, das heißt wahrscheinlich wirklich nochmal. Da, natürlich. Das immer so durchhüpfen muss. So, also eins. So, ups. So, und das da irgendwie hier. So. Wir brauchen noch einen Output. Mensch. Chest. Transfer. Das Ding auf der Vorderseite. Output enabled Autotransfer. Enabled Autotransfer. Okay. Sehr gut. Alles klar, dann Stahl. Machen wir noch ein bisschen was davon. 12 Stück. Es reicht bei weitem nicht. Und ich weiß nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe. In der letzten Folge war. Ach, es reicht. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Wunderbar. Okay. Dann fülle ich da mal irgendwas rein, ne? Was Flüssiges. Wir können ja erstmal Wasser machen. Wasser ist scheiße, ich weiß, aber Wasser. Das war jetzt die Begründung des Jahrtausends. Wasser ist scheiße, aber Wasser. So. Nimm mich durch. Mensch. Können wir einfach. Ja. Das ist im Moment irgendwie buggy. Ich weiß auch nicht. Ich muss das Ding hier abklopfen. Jetzt warten. Jetzt setze das Ding wieder hin. Warte. Wenn es online ist, packe ich mein Ding rein. So. Und dann geht's wieder. Keine Ahnung. Warum auch immer. So. Was wollte ich jetzt holen? Das habe ich schon wieder vergessen. Dankeschön. Bucket. So. Wir haben ja zum Glück ein paar. So. Reicht hoffentlich.
So. Und so. Und so. Wenn ich mich nicht täuschen müsste, ist es ja so laufen, ne? Dass man das jetzt hier irgendwie so dann einfüllt und dann ist alles supi, jeder freut sich und wir haben einen schönen Reaktor, hoffe ich mal. So, kann ich da jetzt irgendwie drankommen? Ohne, dass ich jetzt hier irgendwie alles zerschmettere? Das ist doch die Decke, ne? Nein! Ah, fuck! Ich wusste es. Ich hab's in dem Moment gewusst, wo ich es platziert habe, dass das jetzt nichts wird. Ah. Gott. Das ist doch scheiße. Okay, wir machen's anders. Wir gehen von oben an die Sache ran. Wäre vielleicht von Anfang an schlauer gewesen. Und dann hier hin. So. Okay. Dann nochmal zusammenbauen. Wunderschön. So. Wir müssen da jetzt irgendwas reinfüllen hier oben, ne? Ich glaube Jelorium, wenn ich mich nicht täusche. Ach du mal wieder. Rot Insertion. Insertion 10%. Wir können sogar einen Namen setzen, okay? Okay, Insertion 100%. 80. Okay. Ich sag mal so 10% erstmal, ne? Wir gucken, wir fangen mal langsam an. Was ist das? Access Port. Wahrscheinlich muss hier Eject Fuel, Eject Waste. Ejects Fuel containing in the reactor, placed in the reactor Access Port. Shift Dump Access. Okay, brauchen wir Helium. Guck mal. So, ist drinne? Ja, wunderbar. Guck mal, 0% depleted. Bin mal gespannt, wenn ich das hier anmache. Heizt sich langsam auf, wir produzieren. Wo ist Strom? Energy Buffer, ja, wo sehe ich denn eigentlich den Strom? Fuel Reactivity. Okay. Ja, also wie gesagt, wir kühlen nicht effizient genug. Und wir haben es nicht heiß genug wegen dem Zeug hier. Und wenn ich das ausschalte, produzieren wir dann Strom? Nein. Irgendwie ging das. Ich bin komplett im Eimer. Ich habe keine Ahnung. Das ist der Coolant Porch. Okay. Müssen wir da... Das wird doch nicht dabei stehen, oder? Komm. Wir haben doch hier diese Quest gehabt. Muss ja jetzt irgendwas stehen. A reactor's max size is 16x16. It will require fuel and coolant to produce power. Also müssen wir da erstmal... Okay. Stop. Wir müssen da Wasser einladen. Gut zu wissen. Einen Tank, bitte. So einen da. Und eine Hardened Fluoract. Das funktioniert auf jeden Fall. Geht Wasser. Wir werden es gleich sehen. Schwupp. Ach, guck mal, wir haben Steam. Wunderbar. So, anschalten. Brauchen wir Steam? Nee, irgendwie nicht. Was ist das? Hot Fluid Tank. Superheated Coolant. Will pump into this tank and must be piped out via Coolant Ports. Casing Heat will superheat Coolant. Ah, das ist ein Steam Tank. Wir produzieren keine F, wir produzieren Steam damit. Ist das jetzt richtig? Ist das jetzt ernsthaft so eingestellt? Wenn ja, dann bin ich sauer. Weil meine Idee war jetzt eine andere. Oder können wir es umstellen? Können wir es irgendwie... Ich bin so überfordert von dem Zeug. Okay, oder vielleicht, wenn wir so einen coolen Pot einbauen? Was, wenn wir gar keinen einbauen davon? Moment. Ich hoffe mal, der geht nicht. Ah, na, scheiße. Nein. So. La, 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 la. Ist hier noch alles ganz, ja. Okay. So. Und jetzt? Jetzt kriegen wir Strom. Ach, guck einer, schau. Jetzt. Ah, dieser scheiß coole. Ich hab mir schon gedacht, der coole Pot kann da nicht hin. Es ist irgendwas falsch. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz nebenbei
Wie immer eigentlich. Nachschauen, wie lange ich schon aufnehme. Die Folge ist zu Ende. Aber wir haben Strom. Wir produzieren. Moment. Ups. An. 12.000. 30.000. Nee. Achso, 30 F. Oh. Wir produzieren sehr wenig. Okay. Also wir müssen den... Ich will das eh jetzt alles hier erstmal verbrennen, was da noch drin ist. Das heißt, wir machen Folgendes. Ich sammle noch ein bisschen sehr viel Stahl. Und wenn wir genügend Stahl haben, dass wir dann vielleicht noch größeren Reaktor machen, vielleicht sogar mit Glas. Ich gucke nochmal, was für ein gutes, was ein cooles Coolant ist. Also wir haben jetzt diese Folge so ein bisschen rausgemosert, hier Big Reactor. Es tut mir leid, es war jetzt keine so die super Folge wieder, aber ich muss mich erstmal mit einem neuen Mod einfinden. Und hier ist ja nichts erklärt. Nun gut. Ja, wir produzieren ein wenig Strom, das ist schon mal ganz gut. 55 F pro Tick. 54, es geht runter langsam. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, also wir müssen praktisch eine andere Flüssigkeit reinpacken. Na, ich werde mal gucken. Gut, dann. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Auch wenn es jetzt... Ach du meine Güte. Ach so, Redmond Port. Ach ja, da können wir dann... Okay. Gut. Ja, alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, einen schönen Tag. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.